Junge, die kommt schon. Verpiss dich doch, du Idiot, Mann. Ey, du bist so dumm, Junge. So, hellas, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Jawohl, euer Nico ist mal wieder am Start. Mein Kumpel hat mich gerade noch mit scheußlichem Dünnschiss zugelabert. Ich habe ihm deswegen auch direkt 2-3 Fäuste mitten in sein Gesicht gegeben. Aber ich denke mal, das passt wieder. Er liegt jetzt gerade hier am Boden. Naja, das juckt mich gerade relativ wenig. Na, Spaß beiseite. Hellas, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Gameplay. Es ist ein geskilltes Farmers-Gameplay auf der Xbox. Ja, das war auch noch, ja, ich sag mal so zum Anfang meiner Xbox-Zeiten. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, dass ich so ein Noob, so ein scheiß Noob bin, ja, so ein richtiger Idiot. Jedenfalls heute wieder auf Summit, ja. Summit ist so eine Map, die ist so für mich Gameplay-Style. Da mache ich immer so oft ein Gameplay, ne. Naja, aber als allererstes, bevor ich es jetzt vergesse, das Gameplay ist nicht von mir abgefilmt. Nein! Nein! Es ist nicht von mir abgefilmt. Es ist von einem, von so einem Homo abgefilmt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein totaler Spacko, der heißt Talent Movies. Ist, voll der Homo. Nee, Spaß. Der Talent, der hat mir das Gameplay hier abgefilmt. Und ich merke gerade, hinter mir ist das Fenster offen. Und die Nachbarn werden so denken: Hey, Alter, was ist das für ein Vollidiot, ey? Kann er mal sein Maul halten, Mann? Nee, kann ich nicht, Mann. Ey, es geht einfach nicht. Nee, jedenfalls, der Talent hat mir das abgefilmt. Das letzte Gameplay im Übrigen auch auf der Xbox. Deswegen findet ihr den Talent sein... Oh, Junge. Talents Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Abgesehen davon habe ich ein Video mit ihm gemacht, das Yuga Talent Video, da wo ich einen Sniper 101 gegen ihn gemacht habe. Wenn ihr also Bock habt, dieser Link steht auch unten in der Beschreibung, den könnt ihr euch auch nochmal reinziehen, Leute. Denn es ist ein extrem spannendes, nervenaufreißendes, nicht zu stoppendes, ultimatives Gameplay. Talent gegen mich, ja, das ist es. So, heute möchte ich aber nicht über irgendein normales Thema reden. Nein, ich möchte heute über ein unnormales Thema reden. Über ein Thema, das die Grenzen der Normalität total überschreiten, die ins Abnormale übergehen, die in die absolute Kränkness übergehen. Also ein cranky Commentary sozusagen, wo ich wieder mal komplett ausraste, ja? Und zwar will ich heute über Urlaub reden, ja? Schon wieder. Ich rede nur noch über den Urlaub, ja? Jedes zweite Commentary ist über den scheiß Urlaub. So, heute handelt es sich um den Urlaub. So, was ist der Urlaub überhaupt? Urlaub kommt aus dem Lateinischen, Ur steht für Ur und Laub steht für Laub. Das heißt, man geht sozusagen mit der Ur in den Laub. So, in das Laub natürlich. Jetzt habe ich die Artikulierung hier auch noch falsch gesetzt. Ist natürlich gerade eine ganz krasse Scheiße hier, was hier abgezogen wird. Ansonsten würde ich sagen, ich gehe wieder mal in Urlaub. Ja, jetzt hier am Samstag geht's los. Und jetzt fragt sich der ein oder andere: Ey Junge, was bist du eigentlich für ein Homo? Du sagst erst, du gehst in Urlaub, dann gehst du nicht und jetzt gehst du wieder doch. Kannst du dich mal vielleicht entscheiden, ey? Ich hock mich hier hin und warte auf deine beschissenen Commentaries und dann erzählst du mir wieder, du gehst in Urlaub. Ich glaube, ich krieg einen Raster gleich. Sie könnten vielleicht der ein oder andere denken, es tut mir wirklich leid für die. Das Problem ist halt im Prinzip relativ simpel und prägnant erklärt. Scheiß Gelaber. Jedenfalls, ist halt so, ich habe mir jetzt überlegt, ey, guck mal, du kannst jetzt nicht in Urlaub gehen, die 6 Wochen da, wie machst du, ey, ich will schon noch nach Griechenland und meine Eltern fahren halt, da denke ich so, komm, fährst einfach mit deinen Eltern mit, ich meine, was soll's, mache ich halt dort was mit meinen Freunden und so und dann wird die Sache schon halt einpendeln, sozusagen. Jedenfalls, da habe ich mir dann so gedacht, ja, hat mein Dad so gesagt, hey, du bist voll der Knecht, ey, guck dir an, du sitzt den ganzen Tag am PC, ey, was soll denn aus dir werden? So, ja. Mein lieber Sohnemann, du sitzt aber den ganzen Tag vorm PC. Das kann aber nicht angehen. Ich sag, du Babi, wir können es auch nicht sagen, weißt du? Ist halt so, heutzutage sitzt halt wegen mehr vom PC. Was willst du machen, weißt du? Ich kann es dir nicht sagen, du. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich gehe jetzt nämlich erstmal in den Kantin, hol mir Ciabatta-Brot mit Tomate und Mozzarella, so. Habe ich mir so gesagt, okay, das kann einfach nicht sein. Geht jetzt nun in den Kantin und holt sich ein Ciabatta-Brot, ich weiß nicht. Bin ich zu meiner Mama gesagt, die sagt, ja, Sonnemann, das kann doch nicht sein, dass du nicht in Urlaub gehst. Immerhin, du gammelst den ganzen Tag daheim und hast gar keine Freizeit, weil du gammelst nur noch in dieser hässlichen Zimmerluft. Du musst mal wieder raus an frische Luft. Habe ich mir so gedacht, ja, komm, gehst einfach mit denen.
und mein gesamtes Gespräch über diese gesamten 50.000 Sekunden erstrecken sich hier über ein kleines Thema, und zwar, ob ich mitgehe oder nicht. Habe ich zu meiner Mutter gesagt, jo Mama, dann gang ich halt mit, wo ist das Problem? Ich habe auch richtig Bock nach Griechenland zu gehen, also gang ich mit. Jo, aber dann musst du dir noch die ganzen Sachen kaufen, musst du dir noch deine neuen Kosmetik-Sachen kaufen, brauchst du noch eine Badehose? Der Papa hat gesagt, hey du, das kann aber nicht angehen, dass du hier so eine Scheiße baust. Jedenfalls, Junge, du musst dich beeilen, das Gameplay ist gleich vorbei. So, ist vorbei hier. Jo, das Gameplay ist ein 34.5, ich kann es euch sagen, Leute, es ist ein ganz, ganz geiles. Ich würde einfach mal sagen, wohin geht ihr in Urlaub? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt, das ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal, weil ich gehe jetzt sowieso nur in den Kantinen und hol mir wie mein Dad ein Ciabatta-Brötle mit Tomate und Mozzarella. Also von daher gesehen, was will ich machen, weißt du? Ansonsten würde ich sagen, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet, wenn ihr darauf Bock habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt gleich in eure Toilette scheißen würdet. Ich würde einfach sagen, wir hören uns dann nach der Ferie, das heißt in 3 Wochen, komme ich wahrscheinlich wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bin nicht der Dr. Kaboom. Nee, ich bin's der Nico. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt es schön.